Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist die schönste Zeit im Jahr. Sortiments-Updates. Ihr habt es gesehen, in den letzten 3 Wochen habe ich viel, viel Content über die Catrice-Neuheiten gemacht. Und heute ist Essens dran. Ich habe wirklich viele Produkte gekauft, die wir heute testen möchten. Es sieht super vielversprechend aus. Und soweit ich weiß, sind auch alle neu dazugekommenen Produkte vegan. Essens ist jetzt, glaube ich, komplett auf vegan umgestiegen. Cruelty-free sowieso geht in Deutschland oder in Europa sowieso nicht. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie die Produkte sind. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Mir bedeutet es die Welt und wir kommen langsam den 100.000 nähern. Aber ich freue mich und deswegen starten wir auch gleich mit dem ersten Produkt. Die Produkte findet ihr übrigens jetzt schon online und sie sollten, ich denke mal, Anfang September, Ende August in die Drogerie einziehen. Das dauert immer so ein bisschen, bis jede Drogerie das hat, aber in den nächsten Wochen sollte es auf jeden Fall da sein. Wir starten mit einem Hello Good Stuff Primer Serum. Der soll Feuchtigkeit spenden und hat Blueberry und Squalane drin. Das ist wieder so ein Skincare-Ding, sieht einmal so aus, kommt im Glasflakon mit einer Pipette. Wieder hier, kein Mikroplastik, keine Mineralöle, keine Parabene und keine Silikone. Diese Hello Good Stuff-Reihe brauchte so einen Moment, finde ich, bei mir, bis sie funktioniert hat. Riecht ein bisschen nach Blaubeere, ist sehr, sehr flüssig, riecht aber angenehm. Also das ist nicht so stark parfümiert. Und den lassen wir so ein bisschen einziehen. Wir haben nämlich noch einen Primer. Also ich habe das jetzt eher wirklich so als Serum-Hautpflege benutzt. Gefällt mir auf den ersten Eindruck ganz gut. Hinterlässt so einen leichten Glow auf der Haut. Aber es gibt einen neuen Primer. Und da bin ich super gespannt, denn ich liebe diese Prime Plus Studios. Da gibt es mittlerweile schon 4, glaube ich. Das ist der 5. oder 6. mittlerweile. Und das ist ein Multi-Action and Protecting Primer mit Lichtschutzfaktor 50 und Blue Light Protection. Keine Ahnung, aber ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall jetzt in einer lilanen Verpackung, auch hier natürlich vegan und soll vor dem Alltag schützen. Ich wünschte. Und mineralischen UV-Filter beinhalten. Und der sieht einmal so aus, kommt auch hier in so einer Kunststoffverpackung. Ja, das Problem bei diesen mineralischen Primern oder Sonnenschützen ist, dass sie immer so ein bisschen weiß sind und ich ab und zu davon so kleine Unterlagerungen bekomme. Das ist aber wirklich immer ganz unterschiedlich. Er riecht auf jeden Fall nach Sonnencreme und ganz, ganz wichtig, er ersetzt nicht euren Sonnenschutz. Also Lichtschutzfaktor 15 ist so wirklich das, was man ins Make-up noch mit reingeben kann. Aber packt bitte, wenn ihr rausgeht, immer 50 mindestens runter. Ich mache das meistens in den Videos nicht, weil ich das Make-up ja nicht draußen trage im Moment, sondern ich mache es nur für die Kamera, deswegen spare ich mir den Lichtschutzfaktor. Hinterlässt auf jeden Fall einen weißen, so einen leichten weißen Schleier. Ist aber nicht so schlimm. Also fühlt sich jetzt sehr, sehr gut an. Die Haut fühlt sich sehr gut vorbereitet für die Foundation an. Und ich glaube, das könnte einigen von euch sehr, sehr gut gefallen. Denn ihr kennt mit Sicherheit die Fresh and Fit Foundation. Die ist jetzt neu, die ist jetzt komplett vegan und hat einen Vitaminkomplex, Vitamin E und Niacinamid mit reinbekommen. Also soll auch so ein bisschen Skincare wieder ins Make-up gebracht haben. Ich mag die sehr, 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 sehr gerne. Das ist eine sehr solide, günstige Drogerie-Foundation, die man gut und gerne mal benutzen kann. Soll 12 Stunden halten, das tut sie auch. Also so 8 bis 12 auf jeden Fall. Ein Arbeitstag kommt man damit durch. Oh, ich krieg den Deckel nicht auf. Okay, ich krieg den Deckel gerade nicht auf, deswegen machen wir einmal so. Und arbeiten uns die Foundation erstmal auf einer halben Seite ein. Ich benutze dazu einfach meinen Beauty-Schwamm. Ich liebe den Geruch von der Foundation. Als Deckkraft würde ich der Foundation so eine 6 von 10 geben. Die ist nicht so super krass deckend, muss man dazu sagen. Aber für den Alltag reicht es meistens. Ich nehme hier ein bisschen was hier rauf und verteile mir das erstmal und ihr seht dann schon direkt den Unterschied. Ist eine sehr, sehr frische Foundation, die sehr, sehr leicht auf der Haut sitzt, also für den Alltag sehr, sehr gut. Und ich finde es schön, dass sie diesen Skincare-Bereich so ein bisschen mit reingenommen haben. Manche mögen das, manche mögen es nicht, aber die Foundation an sich ist sehr, sehr schön. Und ich finde es nicht schlecht, wenn man solide Produkte, die im Standardsortiment schon seit Jahren mit dabei sind, einfach updatet, besser macht, vegan macht. Super Sache. Tatsächlich muss ich sagen, dass die Foundation, also die Haut jetzt nicht aussieht, als hätte ich Foundation drauf. Die Deckkraft ist natürlich nicht die höchste. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist sie sogar ein Stückchen leichter als bei der originalen Fresh and Fit Foundation.
Gefällt mir aber so ganz gut und ich glaube, für den Alltag ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich stelle euch mal ein bisschen dunkler, dass ihr das Ganze noch ein bisschen besser auf meiner Haut erkennen könnt. Seht alles schön perfektioniert. Ich glaube, das ist eine Foundation, die für viele von euch in Frage kommen könnte, wenn ihr nicht so eine krasse Deckkraft haben wollt, die recht frisch auf der Haut aussieht, nicht so unbedingt trocken ist, sondern einfach die Haut so ein bisschen aussehen lässt wie Haut. Finde ich gar nicht schlecht. Concealer gab es, soweit ich weiß, nichts Neues, auch keine Puderprodukte, außer einen Bronzer. Vielleicht kommen noch ein paar neue Produkte dazu, aber ich habe natürlich, als ich das gesehen habe, online bei Essence erstmal das bestellt, was da war. Deswegen mache ich einmal meine Base so halbwegs fertig im Schnelldurchlauf und dann geht es weiter mit einem super spannenden Produkt. Und so sieht das Ganze doch gar nicht schlecht. Also ich habe ein bisschen mehr Concealer drauf gemacht. Ich finde, unter den Augen kann die Deckkraft natürlich gerne bei mir ein bisschen höher sein. Ansonsten sieht die Haut aber immer noch super frisch und super gesund aus. Und jetzt, Freunde, habe ich eine wundervolle Palette. Und das ist die Bronze Your Way Palette. Ich liebe dieses Packaging von diesen etwas größeren Face-Paletten von Essence. Die hatten sie ja schon mal. Ich glaube, Catrice hatte die auch schon mal. Die sind recht schwer, die sind recht groß, sind recht solide. Und wir haben drei verschiedene Farben. Einen etwas kühleren Bronzerton, der so ein bisschen ins Gräuliche geht, könnte für helle Hauttöne sehr gut funktionieren. Und einen etwas dunkleren, wärmeren, wobei ich finde, dass er geswatcht nicht unbedingt warm aussieht. Wir probieren ihn jetzt mal aufs Gesicht aufzutragen. Und ich glaube, ich mische mir so ein bisschen beide Farben zusammen, klopfe ein bisschen ab und dann setzen wir uns den einmal hier hin. Ja, doch, der ist sehr warm. Ich gehe in den kühleren. Okay, also ich finde, er ist schon recht warm bei mir. Es geht aber. Ich nehme mal nur den helleren und trage mir den hier auf. Ja, also wenn man ganz leicht mischt, dann funktioniert es, glaube ich, besser. Kommt natürlich auf eure Hautfarbe drauf an. Ne? Bei mir ist er ein bisschen zu warm, finde ich. Aber er lässt sich sehr, sehr schön verteilen, ist recht weich auf der Haut. Er riecht auch nicht. Doch, ist okay. Also kann man machen. Ein bisschen zu warm ist er mir tatsächlich, aber gemischt ist es in Ordnung. Wir haben auch hier einen Highlighter. Oder was ist das? Ja, das ist ein Highlighter. Wollen wir den mal ausprobieren? Der sieht aber auch sehr. Oh, ne, der ist zu dunkel. Schaut mal. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, auch für etwas nicht ganz dunkle Haut, aber so für alles, was dunkler ist als MAC NC40, da könnte das vielleicht ganz gut funktionieren. Also es hat bei mir auch funktioniert, aber es ist jetzt nicht die Farbpalette, die ich unbedingt benutzen würde. Vielleicht gab es sie auch noch heller. Ich schau mal nach. Alle Produkte des neuen Sortiments sind komplett vegan. Nee, Tatsache ist, dass die einzige Farbe, also das finde ich persönlich ein bisschen schade für mich, für alle anderen schön. Und es funktioniert auch. Also es ist jetzt nicht utopisch zu warm. Ich trage mir noch ein bisschen Blush auf. Ich nehme dafür hier einen meiner Liebsten aus der Drogerie, den Catrice Cheek Lover Oil Infused Blush und gehe so ein bisschen hier rüber. Und dann kommen wir zu meinen Augenbrauen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, sie haben es einfach nur in vegan gemacht. Das ist die Eyebrow Pomade oder so ein Eyebrow Gel Color and Shape. Ich habe das jetzt in der Farbe 01 Brown genommen. Und ihr seht, ich habe ja hinten wieder so ein bisschen meine Augenbrauen kürzer gemacht, dass ich mir die ein bisschen anders formen kann. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal rein und trage mir das hier hinten so ein bisschen auf. Also die Deckkraft ist ganz gut. Ist nicht so extrem, dass man einen schwarzen oder einen dunkelbraunen Punkt auf den Augenbrauen hat und dann nicht weiß, wo man es hinblenden kann. Ich bin mir eh so ein bisschen unsicher mit Augenbrauenpomaden, bei mir persönlich. Im Video von Mittwoch seht ihr die von Rival Loves Me. Die mag ich auch ganz gerne, aber die habe ich in einer anderen Farbe. Aber es funktioniert schon, ne? Also wer Augenbrauenpomaden mag und darauf Wert legt, dass das Ganze vegan und cruelty-free ist, könnte das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein. Und sie hat natürlich eine sehr, sehr gute Deckkraft und auch eine. Ich finde, Pomaden halten auch wesentlich besser als Augenbrauenpuder sowieso. Wenn jemand diese Insta-Brows mag, könnte das eine gute Sache sein. Und ihr habt natürlich echt viel Produkt. Also das werdet ihr, glaube ich, nicht aufbrauchen. Vorher wird es euch austrocknen. Okay, und jetzt, Freunde, haben wir wirklich einiges zu tun. Ich habe aber nur zwei Augen. Es gibt aber vier Lidschattenpaletten. Wir haben einmal hier die Yes I Can Palette, die in
schönen warmen Tönen gehalten ist. Wir haben zwei Matts, drei Matts und 1, 2, 3, 4, 5 Schimmertöne, eher so in die goldene-rote Richtung. Dann haben wir einmal die I Like to Move It Palette, die eher so ein bisschen kühler und in die lila Flieder-Richtung gehalten ist. Auf der anderen Seite haben wir hier die Dancing Green Palette, auch mit zwei schönen grünen, etwas kühleren Grüntönen und viele schöne Schimmers. Und die Ice Ice Baby Palette in natürlich Blautönen. Freunde, die Kamera hat nicht aufgenommen. I'm so, so sorry. Ich habe diesen Look gerade geschminkt mit der Palette. Ihr seht es, ich habe als erstes diesen braunen Ton hier benutzt. Sehr pigmentiert, sehr einfach zu verblenden. Allerdings sieht man kaum einen Unterschied zwischen dem braunen Ton, der so ein bisschen ins Grünliche geht, und dem grünen Ton. Ich bin dann anschließend mit diesem grünen Eyeliner hier einfach nochmal lang gegangen und habe das Ganze so ein bisschen in die grünere Richtung gebracht. Und der hat sehr, sehr gut funktioniert. Also man muss ein, zweimal rübergehen vielleicht. Okay, ich zeige es euch nochmal hier. Man muss es so ein bisschen aufbauen. Er ist sehr, sehr cremig, aber gibt dem ganzen Auge nochmal so einen etwas grüneren Touch. Finde ich super spannend. Qualitativ top. Mir persönlich sind die Farben zu dunkel für eine grüne Palette. Mit diesem Eyeliner aber super, super cool. Und ich glaube, wenn man den vielleicht noch mit einem hellen, neongrünen Lidschatten fixiert, habt den richtig, richtig krassen Look. Die Schimmertöne sind butter, butterweich, extrem gut pigmentiert und es macht auf jeden Fall Spaß, sie zu benutzen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt die Ice Ice Baby Palette benutzen. Und da muss ich sagen, gefällt mir die Farbaufteilung ein bisschen besser. Wir haben nämlich hier wirklich zwei verschiedene blaue Töne, die hoffentlich ausgeblendet ein bisschen anders aussehen. Und deswegen starte ich mit der dunkleren Farbe hier außen und gebe sie mir schon mal hier hin und presse mir das Pigment hier einfach rauf. Was ihr machen könnt, ihr könnt mit diesen Stiften euch schon mal eine sehr, sehr dunkle Lidschatten-Base machen. Ich gebe mir das aber gleich so ein bisschen in die Wasserlinie, um das Auge so ein bisschen dunkler und intensiver zu machen. Und Blau ist natürlich immer super schwer. Ich erinnere mich, Essence hatte mal einen Mono-Lidschatten in Blau. Der war perfekt. Das war das schönste Blau, was ich in meinem Leben gesehen habe an Lidschatten. Für, was haben die gekostet? 99 Cent oder so. Aber auch das Blau ist recht gut. Man muss es so ein bisschen aufbauen. Das ist bei Blau aber nichts Neues. Ich gehe dann mit einem fluffigen Pinsel in den hellblauen Ton und blende jetzt einfach hier so ein bisschen die Linie aus. Auch hier sind die Farben wieder sehr, sehr nah beieinander. Und dieses Grau ist, glaube ich, so ein bisschen zu grau, um das auszublenden. Aber schön. Ich verdunkle mir das Ganze hier nochmal. Und ihr könntet jetzt natürlich mit diesem dunklen Liner einfach nochmal so ein bisschen die Wasserlinie oder die Cut Crease verdunkeln. Ich gehe jetzt mit meinem Finger aber in den Ton hier erstmal. So ein bisschen graublau und dann vorne in den helleren Ton. Ja, okay. Ich glaube, ihr könnt euch schon so ein bisschen denken, was ich zu den Lidschatten zu sagen habe. Ich nehme jetzt nochmal diesen Liner und gebe mir den auf die Wasserlinie. Der ist super. Der ist sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde, die Farben sind super pigmentiert. Die Paletten sind super pigmentiert. Mir gefällt die Tonart aber nicht so sehr. Ich finde, das ist alles sehr düster, sehr dunkel. Ist jetzt vielleicht für den Herbst, Winter gar nicht schlecht, aber mir persönlich ist es, glaube ich, ein bisschen zu dark, zu moody. Wenn ihr wollt, kann ich euch die hier auch nochmal zeigen. Die geht aber in dieselbe Richtung. Wir könnten da jetzt natürlich noch so ein paar Farben mit reingeben, aber das ist okay. Es muss ja nicht immer alles nur mir gefallen. Ich kann ja nur die Qualität bewerten und die war wirklich gut. Okay, es gibt auch eine neue Mascara und das ist die Double Trouble Mascara in Waterproof. Hat ein sehr schönes, dichtes, dickes Bürstchen und ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Sie trennt die Wimpern auf jeden Fall super gut. Ich schaue mir das nochmal von Nahem an. Ja, sehr, sehr schön. Also ihr kommt damit wirklich um jede einzelne Wimper rum und sie umhüllt sie sehr schön schwarz und biegt sie dann so ein Stückchen nach oben und macht sehr natürliche Wimpern. Jetzt haben wir, ich habe mehrere Lip Liner gekauft. Es gibt viele, viele, viele neue Lip Liner. Die sind sehr, sehr gut von Essence. Für 99 Cent, da kann man nichts sagen. Ich habe hier einmal die Farbe My Advice, Heavenly und so einen etwas röteren Ton in der Farbe Darling. Ich habe mir nämlich einen neuen Lippenstift gekauft und ich finde, das Nude
ist ein super, super schönes Nude. Den zu einem sehr, sehr dunkelbraunen Lip Liner. Ich schaue mir jetzt mal den hier an. Ja, das ist halt meine Lippenfarbe. Der andere ist, glaube ich, auch noch ein Stückchen heller. Ich dachte eigentlich, dass er so ein bisschen brauner ist. Ja, nee, nee. Ich zeige euch mal, wie ich es mir gedacht habe, wie ich die Lippenstiftfarbe tragen würde. Mit dem braunen Lip Liner hier von Nabla. Und dann diesen neuen Lippenstift. Das ist der Hydrating Nude Lipstick in der Farbe 301 Romantic. Sehr, sehr so Kim Kardashian Nude mäßig. Hat so einen leichten grauen Touch mit drin. Ist super wet, sieht der aus. Der sieht tatsächlich aus, als hättet ihr schon so ein bisschen Gloss mit raufgegeben und hat einen sehr, sehr schönen, kühlen Nude-Ton. Ich mag diese Farben ja ganz gerne. Ich hatte mir eigentlich noch so ein What the Fake Extreme Plumping Lip Filler Gloss gekauft. Den brauche ich bei dem aber gar nicht, weil ich glaube, ihr könnt sehen, wie reflektierend dieser Ton ist. Und ich glaube, dass ich auch den für euch mit einer Verlosung packe. Wir haben noch ein Produkt hier, das ist das Hydrating Glow Multi-Use Spray. Da sind so kleine, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so kleine Glow-Partikel mit drin. Oh, sehr schöner Sprühkopf mit, der soll so ein bisschen, oh, es riecht fantastisch. Face, Body, Hair mit Kokosnusswasser soll man eigentlich überall mit hinsprühen. Oh, okay. Ich liebe den Geruch, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr könnt euch aber so ein bisschen mein Fazit zu den neuen Produkten denken. Die Base-Produkte sind so, dass ich sage, die würde ich auf jeden Fall wieder benutzen. Der Primer ist sehr, sehr toll, auch der Multi-Action-Primer. Ich mag die Foundation sehr gerne. Die Bronzerpalette war mir persönlich ein bisschen zu warm, heißt aber nichts. Dieses Spray könnte eins meiner neuen Favoriten werden. Und der Rest, die Lidschatten, das sind nicht meine Farben tatsächlich, die ich jetzt benutzt habe. Die könnte ich mir bei mir persönlich ein bisschen besser vorstellen, aber das ist natürlich persönliche Präferenz und ich kann nur die Qualität der Produkte bewerten. Und die ist solide. Ich finde super, dass sie mittlerweile auf vegan umgestellt haben. Die Preise sind fantastisch. Wirklich, ihr habt sie gesehen, ich habe sie euch eingeblendet. Da kann man nichts sagen. Die Qualität ist sehr, sehr gut geworden. Und ich glaube, dass man damit auf jeden Fall arbeiten kann. Ich bin gespannt, wie ihr die neuen Produkte findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns am Mittwoch zu einem sehr, 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 sehr schönen Video wieder. Passt auf euch auf!